begrüße ich euch mal aus meinem Auto, wie ihr sehen könnt. Ich fahre jetzt nämlich gleich los und besorge die Dinge, die wir für das DIY heute brauchen. Normalerweise habe ich so 99% der Dinge schon zu Hause, aber heute machen wir Hydro-Dipping. Kennt ihr vielleicht aus den USA, das haben schon einige gemacht, wie Sarah Betts oder Lore DIY. Ihre Videos verlinke ich euch natürlich in der Infobox, immer Credit geben, ganz wichtig. Aber ich dachte mir, das sieht einfach so cool aus und es ist eine Challenge für mich. Ich meine, ich mache nur DIYs oder hauptsächlich und das ist so eine Herausforderung, bei der ich einfach nicht weiß, ob das klappen wird oder cool aussieht oder komplett in die Hose geht. Und darum wollte ich das unbedingt heute mal ausprobieren, gemeinsam mit euch. Und bevor wir starten, wollte ich euch aber noch mitteilen, dass ich nächste Woche am 9. und 10. in der Schweiz sein werde, in Zürich. Ich hatte auch an beiden Tagen ein Meet and Greet und würde mich mega freuen, ganz viele von euch da zu sehen. Also falls ihr aus der Schweiz kommt, schaut mal in die Infobox. Ich verlinke euch da alle Infos, die ihr braucht. Und ja, ich komme einfach vorbei, ich würde mich unglaublich freuen. Und für alle anderen von euch, die nicht aus der Schweiz kommen, schreibt ihr mir mal bitte in die Kommentare, von wo ihr seid oder von wo ihr zum Beispiel gerade das Video schaut. Weil dann kann ich die alle mal durchgehen und gucken, wo ich vielleicht mein nächstes Meet and Greet machen könnte. Ich will einfach jeden von euch mal sehen und umarmen und mit euch reden. Das wäre so schön. Also verratet es mir in den Kommentaren und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, es geht gut und würde sagen, los geht's! Also, ich glaube, das wäre das teuerste DIY, das ich jemals gemacht habe. Für die ganzen Sachen hier habe ich jetzt 57,60 Euro ausgegeben. Und das ist ja nicht alles. Da kommen ja nachher noch die Sachen dazu, die wir reindippen. Aber egal, ich hoffe, es wird sehr wert sein. Und außer den Dingen, die ihr schon gesehen habt, habe ich mir noch solche Gummihandschuhe geholt, damit meine Hände nachher auch sauber bleiben. Und Frischhaltefolie, denn auch der Tisch und der Teppich darunter sollen natürlich weiß bleiben. Und ich dachte mir, damit kann ich die vielleicht so auslegen, damit das alles sauber bleibt. So, ich habe jetzt diese Box hier schon mal mit Wasser befüllt, denn das Hydro-Dipping funktioniert eigentlich genauso wie Water-Marbling. Ich denke, das kennt ihr alle noch von früher, da haben das so viele Leute mit ihren Nägeln gemacht. Da gibt man einfach ein paar Tropfen Nagellack abwechselnd ins Wasser, bis man so ein Muster hat, geht mit den Nägeln durch und schwupp hat man dann eben das Muster von der Wasseroberfläche auf den Nägel drauf. Und genauso geht es eigentlich, nur benutzen wir natürlich kein Nagellack, sondern diese Sprayfarbe, die ich hier gekauft hatte. Bevor die aber ins Wasser kommen, muss man sich überlegen, was man danach direkt reindippen möchte. Und ich hatte zwei Ideen. Einmal eine Handyhülle oder Schuhe, sowas Verrückteres. Und ich dachte mir, ich will auch wissen, was ihr gerne sehen möchtet. Deswegen frage ich mal bei euch auf Instagram nach. Die Mehrheit von euch hat für Handyhülle gestimmt und deswegen fangen wir damit auch an. Aber Leute, ganz ehrlich, ich hätte für Schuhe gestimmt und ich bin einfach viel zu neugierig, wie das später aussehen wird. Deswegen machen wir das auch noch, aber ihr habt ja entschieden, deswegen fangen wir damit an. Und ich habe hier eine in durchsichtig für mein neues Handy, aber ich habe halt Angst, dass es beim ersten Versuch irgendwie schief geht. Deswegen probieren wir das vorher an meiner iPhone 10 Hülle, meiner alten, aus. Und danach noch an dieser hier, das ist eine aus Silikon und ich will halt auch einfach wissen, ob es darauf gut hält und wie darauf dann die Farben rauskommen. Auch für euch als Test, damit ihr wisst, ob ihr das zu Hause nachmachen könnt mit euren Hüllen. Und das Wichtige vorher ist jetzt aber, dass man noch die Flächen abklebt, die man nicht mit Farbe voll haben will. Also in dem Fall die Innenseite, weil an das Handy selber soll ja später auch keine Farbe kommen. Also tapen wir das jetzt erst noch ab. Ich glaube, innen kommt auf jeden Fall keine Farbe mehr hin. Das ist alles richtig gut bedeckt. Und zusätzlich habe ich hier rechts und links an der Seite noch was drauf geklebt. Und natürlich auch ganz wichtig hier unten, wo man das Handy laden kann oder die Mikrofonlöcher sind. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Ich habe echt Angst, das falsch zu machen, aber wir probieren es einfach aus. Und ich dachte, wir starten mit Pink. Hallo? Muss ich noch was abmachen davor? Oder bin ich einfach zu schwach?
rote Ding hier muss raus, sonst geht's nicht. Okay, ein neuer Versuch. Jetzt sollte es klappen. Und jetzt mache ich rosa. Blau oben drauf. Oder ist eher so ein Türkis? Das hier ist der aktuelle Stand. Der Bereich hier oben, der gefällt mir gar nicht. Das finde ich überhaupt nicht schön. Aber der hier unten mit den vier Farben, so der Bereich, das sieht eigentlich ganz schön aus. Und deswegen würde ich sagen, wir testen das Ganze einfach mal. Für den ersten Versuch habe ich ja extra meine alte Handyhülle hier. Und die drückt man jetzt einfach da auf die Fläche drauf. Und dann nach unten. Dann wackelt man es hin und her. Streift den Rest außenrum ab. Und zieht es wieder hoch. Warum rede ich eigentlich so, als wüsste ich, wie man es macht? Das ist so ein richtiges Tutorial, aber ich bin überfordert, Leute. Ich bin richtig überfordert. Ich habe mit was voll Schlimmem gerechnet, aber ich finde, es sieht für den ersten Durchgang echt richtig gut aus. Bevor wir aber das richtige Endergebnis sehen, muss es natürlich erstmal trocknen und dann können wir das Tape abziehen. Der Moment wird so gut werden, glaube ich. Und in der Zwischenzeit machen wir einfach mal die anderen Handyhüllen, denn ich habe ja noch zwei weitere. Oha, das sieht schon so viel besser aus als davor. Ich glaube, es ist gut, wenn man den Abstand bewahrt. Wenn man es zu nah nach unten sprüht, dann bilden sich so Bobbel und es sieht nachher blöd aus. Ich weiß echt gar nicht, warum ich so aufgeregt bin, aber wenn ihr meinen Puls fühlen würdet, das ist echt nicht normal. Aber jetzt rein damit. Runter. Schütteln. Und hoch. Wow. Die wird so schön aussehen, glaube ich. Und weiter geht's mit Hülle Nummer 3. Aber bevor ich die jetzt da reintunke, muss ich, glaube ich, erstmal nach oben drauf das Wasser ein bisschen sauber machen. Da sind so ganz viele kleine Reste übrig geblieben vom Sprühen oder hier vom Abstreifen. Und die will ich ja nicht mehr drauf haben. Ich hoffe nur, dass es halt auch auf dieser Silikonhülle hält und die Farbe auch gut annimmt, aber wir werden sehen. Oha! Oh mein Gott. Bei der bete ich, dass die Farbe wirklich darauf hält. Es sieht so schön aus. Richtig wie so ein Marmoreffekt. Ich bin mega begeistert. Bitte, bitte halte. Okay, wow. Ich habe ja gehofft, dass sie gut aussehen werden, aber dass die Farben so cool rauskommen, das habe ich irgendwie nicht erwartet. Vor allem bei der ersten hier, da habe ich einfach wahllos ins Wasser reingesprüht, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. Und die sieht mit am coolsten aus, finde ich. Aber auch die zweite, da ist halt so cool, dass die Farben ganz soft ineinander verlaufen. Und was halt... Oh, jetzt habe ich Blitz angemacht. So... was soll ich sagen? Ich glaube, dass ich es cool finde, dass jede Hülle halt anders aussieht. Also mach es unbedingt mal nach. Ich bin mega gespannt auf eure Kreationen. Nur ein Tipp, bei der dritten ist nämlich genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Da ist die Farbe danach abgesplittert. Also mach es nicht mit solchen Silikonhüllen. Nach dem letzten Clip ging hier direkt alles weg. Und das, obwohl ich noch so ein Fixierspray benutzt habe. Das ist wie so eine Art Klarlack, was man halt aufsprühen kann, damit die Farbe besser drauf hält. Funktioniert aber in dem Fall leider nicht. Wenn ihr mich gut kennt, dann wisst ihr, dass ich zu 99% immer weiße Sneaker trage und deswegen habe ich auch welche für dieses Video hier besorgt. Und ich habe mir gerade überlegt, dass wenn der Schuh cool aussieht, dass ich den dann an jemanden von euch verlose und zwar über Instagram. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, macht das auf dem Video unbedingt. Und den anderen Schuh habe ich, damit es schneller geht, gerade schon mal abgetaped. Der sieht jetzt so aus. Die ganzen blauen Flächen, die will ich nachher weiß haben, deswegen sind die bedeckt. Und die jetzt noch weißen Flächen, die werden dann bunt werden. Ich glaube, das könnte ziemlich cool werden. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe zu wenig Tape besorgt. Das Blaue ist jedenfalls leer gegangen. Aber ich habe jetzt hier noch Malertape und probiere das mal mit dem anderen. We'll be right back.
glaube, so lasse ich es jetzt. Ich finde es richtig cool, dass jede Farbe so einzeln für sich steht, aber die dann doch ineinander verlaufen langsam. Und deswegen kommt jetzt das große Finale und wir dippen den Schuh. Und wieder hoch. Oh, ho, ho. Oh, oh, oh. Oh nein, also vorne ist überall Farbe, aber hinten habe ich anscheinend nicht genug gesprüht. Ich glaube, ich mache einfach nochmal was ins Wasser und dippe ihn dann nur hinten rein. Ja. Oh no, jetzt ist das Gelb komplett über den Schuh hier drüber. Ah, okay, jetzt bin ich wieder überfordert. Neuer Schuh, neues Glück, richtig? Der kommt jetzt so rein. Es ist jedes Mal wieder faszinierend, wenn man es rausholt. Stellt euch mal die Schuhe auf so ein ganz schlichtes Outfit vor. Das sind einfach die mega Hingucker. Ich finde die so schön und bis zu dem Moment gerade, wo ich das Tape abgezogen habe, habe ich nicht daran geglaubt, dass ich sie schön finden werde. Aber jetzt gefallen sie mir so gut, dass ich sie auch auf jeden Fall an jemand von euch auf Instagram verlosen werde. Also schaut da gleich vorbei. Ich finde vor allem den Verlauf hier mit am schönsten. Das sieht aus wie so ein Regenbogen. Und wenn ihr irgendwas davon nachmacht, dann verlinkt mich in eurer Insta-Story, damit ich die sehen kann. Das würde mich mega freuen. Generell würde ich euch eher die Handyhüllen empfehlen, weil die einfacher zu machen gingen. Aber auch die Schuhe sind halt ein cooles DIY-Projekt, wenn ihr auf sowas Bock habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da, wenn ja. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute.